Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends und das Wasserzeichen oben in der Mitte ist immer noch vollkommen hundertprozentig beabsichtigt. Da ich ja jetzt probieren muss, dass es bei allen Spielen funktioniert und Call of Duty und League of Legends jetzt vom Spieltechnischen her eigentlich gar nicht vergleichbar sind, muss ich jetzt einfach noch ein Testvideo machen und gleichzeitig darf ich natürlich nicht aufhören, Videos hochzuladen. Deswegen jetzt eben diese Lösung, also das Wasserzeichen ist immer noch vollkommen beabsichtigt. Wir spielen 3 gegen 3 mit Ezreal und ja, jetzt fangen wir mal an. Also so schlimm ist es ja nicht. Ich meine, das ist verhältnismäßig echt klein, also ich finde es echt nicht schlimm. Geht wirklich. Also bei DxStory zum Beispiel, die haben auch ein Wasserzeichen in der Free-Version, also in der Testversion. Das geht halt einfach mal über den ganzen Bildschirm. Also da wurde es willkommen im gewundenen Wald und alles drüber, alles vollgeschrieben mit DxStory. Also das ist gar nicht gut. Da finde ich, ist es schon eine ganz passable Lösung. Natürlich bleibt es nicht so. Ich werde es mir natürlich kaufen, aber wie gesagt, momentan, ich will es halt wirklich testen, weil wenn es nur bei Call of Duty funktioniert, was bringt es mir dann? Ich meine, um ein Spiel aufzunehmen, ein ganzes Aufnahmeprogramm zu kaufen, ist sinnlos. Also macht echt keinen Sinn. Gut, wir spielen, gegen wen spielen wir denn? Varus, Ahri und Renekton. Ja, jetzt so rein vom Teamtechnischen her haben sie das bessere Team, muss man sagen. Da sie zwei Fernkämpfer haben und AP, beziehungsweise einen richtigen AP-Carry und Nunu ist einfach kein AP-Carry. Er macht viel Schaden, aber jetzt so wirklich nur zum Damage austeilen ist er, naja, nicht so gut geeignet. So, Nunu und ich spielen Botlane. Meine Kuh reinklatschen, zumindest probieren, meine Kuh reinzuklatschen. Naja. Die Fähigkeiten von Ezreal erkläre ich im A bis Z. So spät kommt er ja da gar nicht dran. Von daher werdet ihr ja sehen, wie man ihn so zockt. Ja, 3 gegen 3. Warum eigentlich 3 gegen 3? Dominion hatte ich jetzt einfach keinen Bock mehr. Also, ja, hatte ich jetzt einfach mal zu viel gespielt. Jetzt 3 gegen 3 mal zu eine willkommene Abwechslung. Brankets habe ich in letzter Zeit wieder viele gespielt. Deswegen hatte ich da jetzt auch nicht mehr so großen Bock auf 5 gegen 5. Ja, wir spielen Ezreal auf AD natürlich. Ja, man kann ihn auch auf AP spielen, meiner Ansicht nach sehr schwach. Also, wenn man ihn spielt, dann wirklich nur auf AP, AD. Weil, ja, AD, AP Ezreal finde ich nicht schwach, aber keine Ahnung. Also, gefällt mir einfach überhaupt nicht. Oh, nice, okay. Die haben sich gegenseitig gekillt da oben. Übrigens ist jetzt auch der neue Champion angekündigt, wobei das ja jeder aktiv spielende League of Legends Spieler weiß, dieser Vel'Koz oder Vel'Koz oder wie der heißt. Diese riesige Schlangendrachen, komisches Viechteil da. Sieht jetzt so rein vom Optischen eigentlich richtig nice aus, also finde ich jetzt halt mal ein bisschen düsterer Champ, also jetzt nicht solche farbenfrohen Gestalten wie Ahri oder Nunu oder so, sondern einfach mal so ein richtig fettes Monster einfach nur, weil bis auf Cho'Gath und ja, K6 gibt es da eigentlich nicht so viele. Finde ich ziemlich nice, also ist wirklich den Entwicklern, den Skin-Entwicklern gut gelungen, muss ich sagen. Ja, die Fähigkeiten, also ich finde es immer blöd, man kann sich eigentlich nicht wirklich viel und drunter vorstellen. So, ich nehme jetzt mal, oder irgendeiner sollte mal unseren Altar einnehmen. Oh, hätten wir vielleicht mal das Esping sollen, aber der hat gar nicht geholfen. Na, dann mache ich das mal. 3 gegen 3, die ersten Let's Plays von LoL waren ja 3 gegen 3. Da denke ich mal, wisst ihr, was da so abläuft. Brauche jetzt nicht noch extra erklären. Und, oh, der Varus ist fast tot. Ich denke mal, den hole ich mir jetzt. Weil die Ahri schon auch richtig fett Damage austeilt. Ach, dammit. Aber sie hat ihren Skin verkackt. Ihren Skill. Ich glaube, ich habe Skin gesagt. Ich finde übrigens, Ezreal macht sehr viel Sinn mit sehr viel Angriffstempo. Also im Early Game. Schon mal auf über 1% bringen, weil er macht wirklich sehr viel Schaden mit seinen Basic Attacks. Und eben auch mit seiner Q, die auf AP und AD skaliert. Und ja, finde ich einfach, ist sehr viel AD halt. Oh, damn.
Wollte ich gerade in Ignite draufballern. Egal. Ist sie nochmal weggekommen. Farmtechnisch läuft es eigentlich auch ganz gut. Bloß top. Oh. Boah, jetzt hat er richtig Glück gehabt. Das Problem ist nur jetzt der Renekton, dass der nicht kommt. Der ist schon Level 6. Puh, ich lieg ziemlich zurück, merke ich gerade. Aber richtig krass zurück. Wobei der Varus ist und die Ahri sind auch erst Level 3, von daher. Ist nicht so schlimm. Da meinte er stärker als ich. Süß. Oh nein, oh nein! Er hatte Barrier! Aha, und dann überlebt er so knapp. Das ist doch eine Kuh. Genau in dem Moment bin ich gestorben. Moment mal, was hole ich mir jetzt? Vampirisches Zepter. Ist jetzt blöd, weil wir so wenig Geld haben. Eigentlich wäre eine Schuhe erstmal besser gewesen. Egal, Dario stirbt anscheinend schon wieder. Scheint keine Chance gegen den Renekton zu haben. Das Blöde ist, unsere Botlane müssen wir auch irgendwie halten. Ich denke jetzt mal, dass die den Altar einnehmen werden wollen. Die Ahri macht jetzt auch einen ganz schönen Damage. Naja, ihr sollt mir auf jeden Fall, das habe ich jetzt glaube ich gar nicht vorhin gesagt, wieder in die Kommentare schreiben, wie es denn jetzt so aussieht mit Action Marillis. Wie gesagt, ich finde, es ist ein richtig geiles Aufnahmeprogramm bisher, also wirklich bis auf das mit dem, dass man den Audio-Sound, sprich mein Mikrofon und oder auch das, den Ingame-Sound separat dann nochmal extrahieren muss und in die zweite Tonspur legen muss, sprich... ja, der Nuno schreibt schon, Darius, please. Ja, diesmal aber nicht. Oh, oh. Die hat auch Barrier, das ist doch ein Witz. Nein! Zack. Das war jetzt echt Fail. Den Flash und, ach, das hätte ich mir auch, sparen können. Egal. Sie ist tot, er ist auch tot. Ich habe 2 Kills, läuft doch. So. Na! Ah! Ach komm, der ist. Ich verstehe eh nicht, wie man mit einem Darius so krass verlieren kann gegen den Renekton. Na, Darius, ja. Verstehe ich jetzt. Echt irgendwie gar nicht. Ich habe letztens gegen den Renekton Toplane mit Darius gespielt. Easy peasy. Also er war mir minimal überlegen und ich habe kein bisschen gefriert. Also war wirklich ein Gleichauf. Kann man durchaus auch gewinnen, haushoch. Natürlich ist Renekton einer der stärksten Toplaner überhaupt. Und gut, es ist jetzt zwar nicht die Toplane, aber es ist eine Lane und beide sind Toplaner. Also technisch gesehen ist schon die Toplane. Einfach so nachgebildet sozusagen von 5 gegen 5. Naja, wenigstens hat er mal einen Kill. So, jetzt, das hier wollte ich eigentlich machen. Renekton, wo ist der bloß abgeblieben? Würde jetzt auch mal interessieren, was der sich kauft. Der müsste jetzt inzwischen wieder 2-3 Kills bekommen haben. Seitdem er das letzte Mal... Oho. Er hat schon sein schwarzes Beil fertig. Nicht gut. Nicht lastet gerade wie so ein richtiger Mongo. Der Renekton hat halt einfach mal 70 Farm. So viel haben wir insgesamt. Ja doch, schon. Und ja, das war ja klar. Sösele, die Ulti war vielleicht etwas verschwendet, aber das war einfach der nötige Damage, um den Typen zu killen. So ist es halt einfach. Was ich auch sagen muss, der Darius hat halt extrem den Farmkrieg verloren. Also hat 31, Renekton 171, also
Das ist schon zu krass und wir haben den Farm sogar gewonnen, den Farmsieg auf der Botlane. Wir sind denen überlegen insgesamt. Wobei auch einzeln eigentlich. Ich glaube, der hat wieder Barrier ready. Ist noch eine Kuh? Nein! Damn it. Schade, 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 schade. Der Varus ist halt eigentlich richtig schlecht, was ich so bisher gesehen habe. Also macht wenig Schaden. Spielt auch nicht besonders gut. Naja. Ja, okay, klau mir den Farm. Hier sitzt irgendeiner von denen. Oh, wow! What the fuck war das für ein Damage? Ein Skill von ihm hat mir fast die Hälfte meines Lebens abgezogen. Er leckt mich am Arsch. Der Schaden ist zu krass. Viel zu krass. Weil wir auch schon ordentlich austeilen, muss man sagen. Ah, okay. Jetzt wird er greedy. Das ist natürlich geil, wenn gefeedeter Gegner greedy wird, dann macht das einfach nur Spaß, den zu killen. So, wir holen uns jetzt das mit dem Teil kritische Trefferrate, weil das ist ziemlich nice. Und irgendwoher brauchen wir Damage. Und dann holen wir uns noch eine Spitzhacke. Und dann machen wir erstmal die Blutklinge fertig. Wir gehen dann auf... Oh, oh. Stärke der Dreinigkeit. Boah, den Nunu seine Edi hat jetzt auch richtig reingezwitschert. Das muss man sagen. Hm? Ich weiß nicht, reicht deine Ulti? Trennet. Hm? Nee, es reicht nicht. Macht ja gerade mal 75. Ja. Egal. Hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Das wäre so ein Kill, so eine typische Situation. Sie wäre mit 20 Leben weggekommen geworden. Will ich jetzt nicht riskieren. Hat doch eine recht lange Uplink-Zeit. Setze ich sie lieber mal für einen wirklich sicheren Kill ein. Das Blöde ist auch, dass Darius den Renekton einfach free farmen lässt. Das ist halt nicht besonders klug. Okay, ich weiß nicht, was das soll. Oh oh. Eh. Ah, verdammt. Ah, so ein langer Cooldown. Das ist doch. Boah, das Ignite war jetzt vollkommen für den Arsch. Oder hat er mich ignited? Ich glaube es gesehen zu haben. Naja, egal. Jedenfalls, sein Damage ist einfach zu krank. Drei Skills und ja, 50% des Lebens sind fast weg, also das ist echt übertrieben. Hm. Jetzt springt noch ein Double Fiend raus. Oh, Ulti, Ulti! Oh. Oh, ich dachte schon. Puh. Ja. Wobei, Stärke der... Ich bin mir nicht ganz sicher, weil... Es ist zwar schon ein geiles Item... Ach, scheiß drauf, wir holen es uns einfach. Nicht drum herumlabern, sondern einfach holen. Oh, da ist ein Varus. Ich liebe ein wildes Varus. Oh ja. Oh ja. Hab Angst vor mir. Was? Oh, die Range von seiner Kuh ist einfach so OP. Weiß auch gerade nicht, warum ich meine W maxe. Eigentlich ist die eh wichtiger. Warte mal, könnte ich den jetzt... Ah! Nicht schon wieder! Geh weg! Wenn der da einfach mal so aus dem Busch springt, das ist schon richtig mies. Hm. Ich weiß auch nicht, ob dann der Ulti reicht bei dem. Es hat immer noch die Verrechnung mit der Rüstung. Der kriegt natürlich nicht... Jetzt allerdings schon. Er kriegt natürlich nicht direkt diese 430 Schaden. Die kriegt er ja nicht direkt. Er hat ja trotzdem Rüstung. Er hat zwar keine zusätzliche Rüstung, aber er hat Rüstung. Also es ist ja nicht so, dass der einfach so 350 Schaden kriegt, sondern es wird ja noch verrechnet. Das Blöde ist jetzt auch, dass mich die Ari eventuell verfolgen wird, oder nein, macht sie nicht. Nunu hätte... Hm. Der spielt jetzt Katz und Maus, der Renekton. Naja, lieber mal nicht riskieren. So rein vom Damage sind sie wahrscheinlich überlegen, uns. Danke, dass sie mir bei den Wölfen geholfen hat.
Großes Dankeschön an dieser Stelle an Ari. Ja, aber unser Damage ist doch eigentlich schon nicht schlecht. Also, Ezreal ist meiner Ansicht nach nicht der beste AD Carry, beziehungsweise ein AD Carry, den ich nicht gerne spiele. Aber ich sag mal, er ist nicht schwach. Also, oh. Was? So viel Schaden? Oh, nein, 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 nein. Natürlich richtig mies. Die Ulti wäre jetzt noch geil gewesen. Die Ulti hätte es jetzt noch ausgerissen wahrscheinlich. Oh. Oh, der Darius. Ah, wenn er sein Grab hätte. Nein, geh doch weg! Der sollte sich einfach mal die Resistenz holen. Wäre das Klügste an seiner Stelle. So, wir gehen... Toplane könnten wir eigentlich auch mal farmen. Der Darius geht ja eh nicht mehr hin. Ja, warum habe ich mir jetzt Leben geholt? Ganz klar, also Stärke der Dreieinigkeit sowieso. Aber ihr habt ja gesehen, der Renekton, der burstet mich zu schnell down. Auch wenn das jetzt gerade ziemlich dumm von mir war, da nochmal reinzugehen. Aber ich dachte halt nicht, dass der Varus gleich Ulti schießt. Das kam wirklich sehr überraschend. Ist ein bisschen zusätzliches Leben eigentlich recht nice. Also, kann man schon sagen. Der Varus hat sich Phantomtänzer als erstes Item gekauft. Okay, kann ich nur sagen, ist ziemlich dumm. Oder, ja, das heißt dumm, es ist... Ja, es ist ziemlich dumm. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ein AD Carry muss ja AD Schaden machen. Ich weiß nicht, warum so viele es nicht verstehen. Ich meine, bei manchen Champs, zum Beispiel Kog'Maw, ja klar, da bringt es nichts, viel auf Schaden zu gehen. Da muss man einfach auf Attack Speed bilden. Es ist halt so. Oh, nice. Also, Nunus Damage, muss ich sagen. Seine E macht schon richtig krassen Schaden. Ich weiß jetzt, dass der Hurensohn wahrscheinlich wiederkommt. Vorbei, das darf man ja nicht sagen. Entschuldigung. Ich meinte natürlich, dass der liebe, gute Herr Renekton jetzt gleich wiederkommt. Aber der Tower wäre jetzt mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und Abgang. Oh, nice. Perfekt. So muss das laufen. Das Blöde ist halt, wenn er mich stunt, dann bin ich tot. Da komme ich einfach nicht mehr weg. Vor allem mit seinem Doppelsprung. Wenn er den auch noch trifft, dann... Pfuh. Dann ist Feierabend. So, ich pushe jetzt die Lane ein bisschen, damit die ein bisschen Druck kriegen. Der Varus kann nicht mehr zu seinem Tower rennen. Und der Renekton kann er ihn ja auch nicht immer beschützen. Verdammt, verdammt, verdammt! Ein bisschen Hilfe wäre schon nicht schlecht. Aber gut, war jetzt einfach dumm. Der Renekton, der war ja nur noch drauf aus, nicht zu killen. So, ich muss gerade schauen. Wir haben immer so behinderte Geldbeträge. Man kann hier nicht weiterkaufen, man kann... Ja, Mana und Fähigkeitsstärke. Egal. So, die werden wahrscheinlich als Revanche jetzt auch den Tower machen wollen, aber da ich meine Ulti jetzt gleich in 2 Sekunden einsetzen kann, kann ich mir den Varus jetzt noch holen, wenn ich die jetzt echt gut treffe. So. Damn! Damn, damn, damn. Okay, der Flash war jetzt, glaube ich, unnötig. Das glaube ich allerdings nur. Egal, pushen, Jungs, pushen. Wobei, nein, den Tower holen. Den Altar, meinte ich. Noob-Ulti. Wahrscheinlich meint er Darius. Oder Nunu. Ist jetzt die Frage, wen er meint. Sind beide machbar, möglich, weil Darius ist... Ja, doch, ist schon eine Noob-Ulti, muss man sagen. Also ganz klar, ich meine, er kann technisch gesehen unendlich oft springen. Und, ja, ist schon ein bisschen OP. Muss man sagen. Ha, Schachmatt. Schön mit meiner E ihren Skill ausgewichen. Das war jetzt wirklich nicht schlecht gespielt von meiner Seite. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber muss ich sagen, war doch gar nicht mal so schlecht. Wobei die Ahri war ziemlich dumm. Gegen einen AD Carry offens so offensiv reinzugehen, ist einfach nur nicht klug.
So, der Renekton hat kein großes Interesse da, seine Tower zu verteidigen irgendwie. Scheint ihn nicht großartig zu interessieren. Finde ich ziemlich gut, weil ich liebe es, wenn die Gegner nicht checken, dass sie durch Minions sterben werden. Der Bot-Tower sitzt zur Hälfte down, also nochmal so eine Aktion, dann könnten wir auch den Inhibitor holen. Und wir holen uns jetzt Stärke der Dreieinigkeit und dann eine Spitzhacke wäre noch nicht schlecht. Also ein bisschen Kohle bräuchten wir jetzt noch. Weiß nicht, Ekelstund mit dem Level wahrscheinlich eher nicht. Den Renekton mal eine Kuh reinballern. Nicht, dass der denkt, der ist unsichtbar. Oh, so viele Stunts. Das ist... Was will der von mir? Jetzt nochmal ein Sprunger, dann bin ich tot. Krass. Krass, krass, krass. Dead Escape. Die Frage ist jetzt, wo sind die hin? Damn, sollte eigentlich in den Busch gehen. Ne, sind sie nicht drin. Oh, vielleicht machen die nicht Ekelschlund. Wir könnten jetzt eigentlich Ekelschlund machen. Ach, wobei. Ne, solche Aktionen lassen wir jetzt mal lieber. Könnte uns den sehr wahrscheinlichen Sieg kosten. Das Gute ist halt auch, Renekton geht halt überhaupt nicht tanky. Also, Sonnenfeuerumhang ist eigentlich auch ein Item, womit man sehr viel Schaden macht. Ist natürlich auch ein Tank-Item, aber ja, viele Leute, zum Beispiel auch Warwicks, benutzen es einfach auch nur, um richtig krassen Damage auszuteilen. Renekton natürlich eingeschlossen. Na gut, das Pingen ist eigentlich recht überflüssig. Auf der Map ist, sobald man kurz in den Jungle geht, schon verschwunden. Keine große Sache, aber ich glaube, wir sollten jetzt trotzdem mal nach Ekelschlund schauen. Nicht, dass sie den echt gemacht haben? Nee. Nein. Ich merke gerade, dass der Typ 2 Level über mir ist. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Wäre echt nicht schlecht. So, Turm für Kill. Ist nicht schlecht. Triple incoming. Und da ist der Tree vs. Tree Pentakill. Mussten wir den Tower opfern, aber na, ganz ehrlich, scheißt auf den Tower. Ich meine, wir können jetzt den Bot-Inhibitor holen. Beziehungsweise mindestens den Tower und den Altar. Von daher passt es schon ganz gut. Also der Renekton, das war jetzt ziemlich blöd. Erst hat er sich für Angriff entschieden, hat auf einmal aufgehört und dann den Tower weitergemacht. Gut, den Tower haben sie zwar ganz sicher bekommen, aber ja, viel gebracht hat es jetzt letzten Endes eigentlich nicht. So, das wäre... Das ist nicht so klug. Ach so, die haben Ekelstund gemacht. Ach so, jetzt weiß ich, warum ich da vorhin allein war. Aha. Mein Team ist ja richtig geil. Das habe ich echt nicht mitbekommen. Das... Da habe ich echt gepennt. Nice. Noch ein Ace. Ja, GG, WP war eine richtig geile Runde. 11-5. Ja, 146 Farmen. Echt eine geile Runde, also hat schon Spaß gemacht. So ein 3 gegen 3 hat doch was. Na, ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut und beim nächsten Mal, falls das jetzt einwandfrei funktionieren sollte,